Das ist mein RX5808 Pro Plus Diversity Modul. Um die aktuelle ALS-Firmware aufzuspielen, muss rechts der Boot-Knopf gedrückt werden und das USB-Kabel gesteckt werden. Auf dem Modul wird im Boot-Modus nichts angezeigt. Ladet ihr von der Homepage die ALS Plus Firmware für Ishin Pro 5.8 runter und entpacke diese auf deinen Rechner. Öffne jetzt Betterfly, gehe zur Firmware-Flasche, aktiviere oben den Schalter No Boot Sequence, drücke auf den Knopf Load Firmware Local und wähle die ALS Firmware Datei aus. Starte jetzt Flash Firmware. Bei mir kam einmal ein Verbindungsfehler mit dem Bootloader. Bei zweiten Klick wurde die Firmware in wenigen Sekunden auf das Modul aufgespielt. Das Modul startet automatisch. Wenn du ein Modul ohne ALS Firmware gekauft hast, so werden drei Zahnblöcke angezeigt und du musst die ALS Firmware auf der Homepage kaufen. Hierzu trägst du die drei Zahlenblöcke ein. Nach wenigen Stunden oder sogar Minuten bekommst du eine E-Mail mit der lizenzierten ALS Firmware. Jetzt spielst du diese genauso über Betterfly Firmware Flasche ein. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, direkt das Real ACC Pro Plus Modul mit der OSD-Anzeige zu bestellen, wo bereits die lizenzierte ALS Firmware 1.8 drauf ist und so man 5 Euro einspart.